الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Gelobt sei Allah subhanahu wa ta'ala, der Herr der Welten. Ich bezeuge, dass keinem gibt, der das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Er ist alleine und einzig. Und Segen und Frieden auf den Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass er der Gesandte Allahs und sein Diener ist. Und dann, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Insha'Allah ta'ala, heute nach einem kleinen Exkurs im Ramadan machen wir insha'Allah ta'ala weiter in unserem Fiqh-Unterricht mit dem Thema Al-Hajj. Heute insha'Allah ta'ala behandeln wir die Überlieferung, der Hadith von Jabir ibn Abdullah, der bekannten Hadith oder berühmten Hadith unter den Gelehrten von Jabir, der die Hajj vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschreibt. Wir haben insha'Allah ta'ala in anderen Unterrichtseinheiten schon angefangen zu reden über den Hajj, über die Säulen, über die Pflichten, über Mawaqit, über die Arten von Hajj. Und hier insha'Allah ta'ala, diese Überlieferung ist alles Zusammenfassung. Ich versuche insha'Allah ta'ala in diesem Unterricht heute, dass wir inshallah die Überlieferung durchgehen von Jabir radiyallahu anhu, sodass wir inshallah ta'ala auch dann eine Übersicht haben über den Hajj vom Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Hajjatu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi riwayati Jabir radiyallahu anhu. Das ist die Überschrift. Qala Jabir radiyallahu anhu. Jabir ibn Abdullah ibn Haram رضي الله عنهما und seine Vater, beiden von den Muslimen, die Allah subhanahu wa ta'ala sich gewidmet haben und die viel für diesen Dien gegeben haben. Und Abdullah ibn Haram ist einer von den Märtyrern, die gefallen sind und die bei Allah subhanahu wa ta'ala schon vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ins Paradies versprochen haben. Inna Rasulallah, wahrlich der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ist geblieben in Medina 9 Jahre und er hat keinen Hajj gemacht, das heißt, es war keinen Hajj. ثم أذن في الناس في العاشرة, so wie wir gesprochen haben, wegen Verpflichtung von Hajj. Am Anfang war 19 Jahre hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr radiallahu anhu geschickt und im 10. Jahr ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam jetzt selber, hat die Menschen gerufen, dass er zu Hajj geht. ثم wird zu den Menschen gesagt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wird diesem Jahr die Pilgerfahrt durchführen. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte den 10. dann nach 10 Jahren in Medina, dann hatte den Hajj oder wollte sich auf den Weg machen zum Hajj. Dann sind so viele Menschen gekommen. فقدم المدينة بشر كثير. Viele Menschen sind nach Medina gekommen. Und eine andere Überlieferung heißt es, dass jeder, der dazu fähig ist, dahin zu kommen, egal ob er auf einem Reittier sich befand oder auch zu Fuß gekommen ist, ist er gekommen, damit er mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam losfährt oder loslegt zum Hajj, zum Mekka. Alle wollen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Imam haben und alles, was man heutzutage nennt, dieser Mutawwif, dieser derjenige, der die Menschen führt beim Hajj, und denen, die eigentlich die Vorgehensweise, die ganzen Rituelle bei der Hajj zeigt, damit sie auch ihm als Vorbild nehmen und damit sie auch mit den Taten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun und mit ihm bei der Pilgerfahrt bei der Hajj sind. Dann sagte Jabir radiyallahu anhu, ich hörte, oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andere laut Text, hat er uns gepredigt und sagte sallallahu alaihi wasallam, muhullu auch Muhallu Ahli Medina, das heißt, wo die Leute, und wir haben geredet über diese ortliche Mawaqid, diese ortliche Zeitpunkt oder die ortliche Punkte, wo man mit dem Ihram anfängt, hat der Prophet Muhammad sallam hier erwähnt, dass der von Medina ist der Hulayfa und von den Leuten, die von anderen Weg gegenüber den liegenden Weg kommen, ist Al-Juhfa und diejenigen von Irak kommen, ist der Tu'irq. Und diejenigen von Najd, von unten kommen, ist Qarnul Manazil. Und diejenigen, die aus Jemen kommen, Yalamlam. Und das haben wir schon gehabt. Wie gesagt, das ist nur jetzt eine Wiederholung. Deshalb gehe ich auch schnell hier rüber.
قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم dann ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam los gegangen er ist los los die Reise hat sich angefangen wann bi khamsin baqina min al-qiyada aw arba vier oder fünf Tage die noch übrig geblieben sind in Dhu-Qa'dah ihr wisst der Monat von Dhu-Qa'dah ist der Monat der ist nach diesem Monat kommt Shawwal kommt Dhu-Qa'dah und der Monat der vor Dhu-Hajjah oder Hijja kommt, das heißt, es sind nur noch 4 Tage in Dhu-Qa'dah und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist losgefahren. Wasaqa hadyan hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit sich genommen oder hat er mitgenommen der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam aus Medina diese Opfertiere, diese Tiere, hier heißt Hadi, ist sozusagen eine Art von Geschenk, was er Allah subhanahu wa ta'ala aufopfert. Ein anderer Riwayat wird ja kommen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sogar 100 von Kamelen mit sich genommen hat. Dann verharrten wir, da sind die mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam rausgegangen. Ma'ana Nisa wal Wildan, sogar Frauen waren unter denen und auch Kinder waren dabei. Bis wir Dhul-Hulayfa erreichten. Dhul-Hulayfa, wie wir gesagt haben, heutzutage, wenn man so mit Kilometer zahlt, ist 14 Kilometer ungefähr entfernt von der Medina, Dann, was passiert? Verwalladat Asma'u bint Umays Muhammad ibn Bakr, subhanallah, eine von den Geschehnissen, dass Asma bint Umays, die Frau in dieser Zeit von Abu Bakr radiyallahu anhu, hat entbunden, sie hat entbunden den Sohn von Abu Bakr, Muhammad hieß dann Muhammad ibn Abu Bakr, und der Sohn auch von Asma bint Umays ist dann geboren in Dhul-Hulayfa, in diesem Reise. Fa'arsalat ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kayfa asna'? Dann hat es dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, was soll ich tun? Wie soll ich vorgehen? Faqal igtasili wastathfiri bi thawbin wa ahrimi. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat zu ihr gesagt, du sollst dich waschen und versuch dich sozusagen wastathfiri, das heißt durch eine Art von Bedeckung oder extra Bedeckung, damit das diesen Blut von das, was Wochenbett jetzt rauskommt von der Frau nach dem Entbinden, nicht irgendwo rauskommt und zieh deine Kleidung und mach Ihram. Das heißt, ihr sollt mit dem Ihram anfangen. Das ist dann hier zu sehen, das ist auch nicht vorausgesetzt, auch dass das Tahara ist oder nicht. Wir werden inshallah ta'ala da sehen später, dass die Tahara, wie wir gesagt haben, nur vorausgesetzt ist. Für Tawaf, weil Tawaf ist eine Art von Gebet und für das Gebet, er hat gesagt, du sollst Ihram machen und dann genauso wie die anderen. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjidi wa huwa samid. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte dann dort gebetet und es wurde auch hier gesagt in der Moschee. Das heißt, dort war eine dann Moschee und bis jetzt auch in der Hulayfa ist eine Moschee, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dort gebetet und er war am Schweigen. Aber an dem Moment am Schweigen, vielleicht fragt einer sich, warum er ist am Schweigen extra, weil das war, das wird jetzt kommen, weil es wurde von ihm nichts gehört, an dem Moment, wo er gebetet hat. Thumma rakiba al-Qaswa. Und al-Qaswa ist ein Name für den Kamel vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ein Name von einem Kamel vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qaswa. Er hat drauf sich geritten, er stieg auf dem Qaswa. Hatta idha stawat bihi naqatuhu ala al-bayda ahalla bil-hajj. Wa fi riwaya afrada bil-hajj wa ashabuh. Bis er dann auf dem Kamel sich sozusagen der Kamel stand und er wollte dann loslegen, dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dann diese Hilal mit Hajj, das heißt, dass man sagt, Labbaik Allahumma Hajj, alleine nur ein Hajj. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie gesagt, hat Hajj und Umra in einem gemacht. Wir haben gesagt, diese Arten von Hajj, Qiran, Ifrat und Tamattu. Qiran ist, dass man Hajj und Umra mit einem, dass ein Umra in einen Hajj rein tut. Oder dass man Ifrat macht, das heißt, reine nur ein Hajj. Oder dass man Tamattu macht, und zwar, dass man erstmal nur Umra macht und danach fängt man mit den Hajj-Rituellen und das wird inshallah ta'ala später noch mit uns kommen. Dann hat Jabir radiallahu anhu dann weiter gesagt, فَنَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِ. Dann habe ich gesehen, so weit ich sehen konnte. Dann habe ich gesehen, so weit meine Sicht, das heißt, meine Sehens,
Sicht sehen könnte, beine yaday marrakibin wa majin, dann habe ich gesehen, Leute, die am Steigen, Leute, die am Laufen, rechts und links und hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Und er war unter uns und auf ihm wird der Koran abgesandet. Er erklärt das uns und läutert das für uns und er handelt damit. Das, was der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tut, haben wir getan. Und was wir gesehen haben, dass er gemacht hat, haben wir gemacht. Fa'ahalla bit tawhid. So hat er jetzt dieses Tawhid-Wort ausgesprochen. Welches Tawhid-Wort in Hajj? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Diese Talbiyah ist die bekannte Talbiyah. Das ist was bekannt und was jeder hört. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam angefangen, jetzt laut diese Talbiyah auszusprechen. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Und der Inhalt von diesem Wort, eigentlich war auch selber ein Vortrag darüber zu reden, was dieses Wort und diesen Satz mit sich hat. Und die Menschen dann hinter ihm haben auch angefangen mit Talbiyah. Und die Menschen hinter ihm haben angefangen mit Talbiyah. Und manche von den Sahaba haben noch hinzugefügt, لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل. Es gibt auch noch, was die Sahaba radiallahu anhu gesagt haben. Es ist nicht nur diese Talbiyah bekannt, es ist schon klar, der allgemeine, bekannte, berühmte Talbiyah ist das. Aber es gibt andere Texte, die auch authentisch sind von der Sahaba, radiyallahu anhu, von Ibn Umar und von anderen, die mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren, wie diese Labbaika dal Ma'arij, Labbaika dal Fawadil, aber es gibt andere Lewai, Labbaika wa Sa'dayik, wa Ra'ba'u ilayka wa Al-Amal und andere mit diesem Talbiyah zusammen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann ist er dann weiterhin auf diese Talbiyah, lazimat Talbiyah, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Jabir radiallahu anhu sagte weiter, wir sagen alle labbaik Allahum nasruhu surachan, wir schreien damit. Und wir wussten an dem Moment nicht, wir wollen nur ein Hajj und wir wollten nur, dass wir den Hajj, den Pilgerfahrt, ohne den Umrah, das heißt, ohne dass wir irgendwelche Umrah nennen. Deshalb sagte auch die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als sie am Anfang gesagt haben, haben gesagt, labbaik Allahumma hajja khalisan, nur ein Hajja, allein nur Hajj wollten die am Anfang haben. قال وقبلت عائشة بعمرة إذا كانت بسرف. عائشة رضي الله عنها, sie wollte eigentlich auch eine Umrah mitmachen. Sie wollte ein Umrah mitmachen. Das heißt, sie wollte ein Umrah mit dem Hajj durchführen. Wir werden sehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch nachher abgesandt hat auf seine Gesandten, dass diejenigen, die nicht den Hadi, denn dieses Geschenktiere, diese Opfertiere mitgenommen haben, die sollen diese Hajj zu einem Umrah wandeln und danach Tamattu' und danach den Hajj durchführen. Hatta adatayna al-bayta ma'ah subha rabi'atin madat min dil-hijjah. Dann haben die den Bayt, das ist Haus Allah subhanahu wa ta'ala, erreicht, Mekka erreicht. Wann haben die Mekka erreicht? Den Morgen von dem vierten Tag von Dhul-Hijjah. Was haben wir gesagt? Vier Tage vor Dhul-Qi'dah sind die losgefahren aus Medina. Die sind eingekommen dann nach Mekka, zum Haus Allah subhanahu wa ta'ala, zu Kaaba, sind die eingekommen morgens von dem vierten Tag von Dhul-Hijjah. Das heißt, wenn man jetzt richtig zusammenrechnet, das heißt, sie haben unterwegs eine Woche oder mehr, dann sind die unterwegs geblieben. Eine Woche oder mehr sind die unterwegs geblieben. Heute, Alhamdulillah, heute 7 Stunden. Sieben Stunden sind die da. Manche von weiter jetzt, von Deutschland. Aber manche von da, die in der Nähe sind, sind manchmal 2 Stunden, sind manchmal mit Flugzeuge und ähnlichem, ist man so schnell da. Das heißt, 7 Tage waren die unterwegs, muss man sich vorstellen. 7 Tage lang und mehr als 7 Tage, wenn man so 8 ist, rechnet, waren die im Talbiyah. Waren die in dieser Abwechslung von den Schreien, Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik La Sharika Laka Labbaik, Inna Alhamda wa Ni'mata Laka wal Mulk La Sharika Lak, oder Tahlil, La Ilaha Illallah, oder das andere, was sie hinzufügt haben, لبيك ذا المعارج, لبيك ذا الفواضل, لبيك وسعديك, والرغباء إليك والعمل. Und 7 Tage lang, subhanallah, diesem Dhikr. 7 Tage lang waren die aus dieser Erwähnung Allah subhanahu wa ta'ala. Dann
Da hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Rahila, seine Reittier, diese Qaswa, hat er sie so sitzen lassen vor der Moschee. Und ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zum Masjid al-Haram reingegangen. فَاسْتَلَمَ الرُّكْنْ أَيْ الْحَجَرْ الْأَسْوَدْ. Dann hat er sich direkt gerichtet zu Weg zu Hajar al-Aswad, ist zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zu einem schwarzen Stein direkt gegangen und hat er dann Hajar al-Aswad zu sich genommen, hat er Hajar al-Aswad zu sich genommen und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dann angefangen mit dem Tawaf. Thumma mada, rechts von dem Hajar al-Aswad, umherum um die Kaaba. فَرَمَلَ حَتَّ عَادَ إِلَيْهِ ثَلَاثًا. Dann ist er dreimal, die drei ersten Runden umherum von der Kaaba, ist er gelaufen. Ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam schneller gelaufen. Die drei ersten. وَمَشَى أَرْبَعَةً عَلَى هَيِّنَتِهِ. Und danach die vier restlichen ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dann langsamer hingegangen. Nicht mehr laufen, sondern einfach nur gehen, langsam gehen. Als er dann zum siebten Mal kam, bei Hajar al-Aswad, das heißt nach dem siebten Rundgang, ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Maqam Ibrahim, hat sich gerichtet zu Maqam Ibrahim. فَقَرَأَ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلَّى. Und nimmt von dem Maqam Ibrahim ein Gebetsort, eine Musalla. وَرَفَعَ صَوْتَهُ يُسْمِعُ النَّاسِ. Und hat laut gesprochen, laut diese Ayah vorrezitiert und gelesen, damit die Menschen es hören. فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. Dann ist er, hat Maqam Ibrahim zwischen ihm und die Kaaba gemacht. Das heißt, hier ist Maqam Ibrahim und hier ist die Kaaba und er hat dann hinter Maqam Ibrahim gebetet. Das heißt, er sagt, dass Maqam Ibrahim zwischen ihm und die Kaaba gemacht. فَصَلَّ رَكَعَتَيْن. So hat er gebetet, Raka'atayn. Wir haben gehört, die hörten, das heißt, es ist im Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam da drin, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ und قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ gelesen hat. Das heißt, in der ersten Raka'a hat قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ gelesen und der zweite Raka'a hat قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ gelesen, sallallahu alaihi wasallam. Dann ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Zamzam gegangen. So, Brunnen von Zamzam ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen. فَشَرِبَ مِنْهَا وَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ. Hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam betrunken von Zamzam und hat auf seinen Kopf darauf geschüttelt. Dann ist er danach direkt zurückgegangen zu Al-Hajar al-Aswad, zu dem Rücken, zu der Ecke, wo Hajar al-Aswad ist und hat ihn wieder zu sich genommen. Manche Leute sagen, sie zu sich genommen, hier bedeutet, hat ihn geküsst und auf ihm Sujud gemacht. Er geht auf Hajar al-Aswad, macht auf ihm Sujud oder hat er ihm geküsst. Danach, ثم خرج من الباب. Dann ist er rausgegangen von einem Tor, in einer Überlieferung hieß es, من باب الصفا, in einem Tor, der zu صفا führt, zu diesem Berg von صفا führt. فلما دنا من الصفا, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beinahe bei diesem Berg von صفا ist, heute, wie gesagt, ist kein Berg mehr, es gehört noch da drinnen der Moschee und alles. Deshalb sage ich manchmal, das ist nur die Überlieferung des Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das ist nur die Theorie-Seite, aber Praxis ist immer anders. Und es ist besser manchmal, dass man Videos nochmal schaut, denn vielleicht gibt einem noch ein besseres Bild, aber auch die Realität ist wiederum anders als diese Überlieferungen und andere anders, außer diese Videos, die man sieht, denn die Realität, die man sieht, ist immer noch anders. Dann als der Prophet Muhammad bald bei Safa gewesen ist, ließ wieder ein Aya, Inna Safa wal Marwata min Sha'a'irillah, wa man hajja al-Bayta wa i'tamara, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Diese Ayah aus Surat al-Baqarah, wo diese Safa und Marwa vorkommen, aus Surat al-Baqarah, dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam anschließend nach dem Lesen von den Ayah gesagt, أَبْدَأُ, und andere Leute texten, أَبْدَأُ, ich fange an, oder wir fangen an, mit dem, was womit Allah angefangen hat in der Ayah. Guck mal hier, subhanallah, wie passen zu den Ayah. Das heißt sogar, weil Allah hat erwähnt, Safa, bevor Marwa, dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit dem Safa angefangen. فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّ رَأَى الْبَيْتَ. Ist auf dem Safa hochgegangen, sodass er die Kaaba sieht. فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ ثَلَاثًا. Dann hat er sich die Qibla Richtung zu Kaaba, wo er das sieht. Er richtet sich zu der Kaaba. Dann er sagte, لا إله إلا الله, الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وشهادة. Das kommt ja danach.
Aber erstmal, er hat Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dreimal. Danach sagt er, sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, und rai lahul mulku wa hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shayin qadir, la ilaha illallah wahdah, nasar abdah, wa anjaza wa'dah, wa nasar abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Diese komplett, dann hat er Dua gemacht. Dann hat er Dua gemacht. Und hat dies dreimal wiederholt. Das heißt, es ist komplett. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu. Yuhyi wa yumit. Ohne yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli shayin qadir. La ilaha illallah, anjaza wahdahu la sharika lahu. Anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazam al-ahzaba wahdah. Dann macht er wieder Dua. Und danach nochmal, das dritte Mal. Nach dem dritten Mal hat er dann kein Dua gemacht. Thumma nazala mashiyan ila al-Marwa. Dann ist er laufen, geht zu Marwa, zu dem anderen Berg gegenüber. Das ist der Berg von Marwa. Bis er hat dann sabbat, bis er zwischen diesem Batn Wadi, bis Batn al-Wadi, sa'a. Hatta sa'idata qadamahu al-Shaqq al-Akhir masha hatta al-Marwa. Sagt dann der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dieser Zwischenort, dieser Ort von Wadi, das was früher Wadi ist, da wo Ismail alaihi wasallam eigentlich gelegen hat, als Hajar seine Mutter das Wasser gesucht hat, das was heute gekennzeichnet ist durch diese grüne Lichter, die man zu sehen hat, also der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist so gelaufen, so dass seine beiden Beine nach oben, ihr kennt ja diese richtig so, also richtig sprinten, ja, also richtig laufen, dass die Beine nach oben kommen. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelaufen, die Sahaba mit ihm, bis er dann den Wadi überschritten hat, bis er diesen Ort überschritten hat. Dann ist er wieder ein bisschen gelaufen, normal gegangen, bis er auf den Marwa gelandet ist. Bis er auf dem Marwa gelandet ist. Was hat er in Marwa gelandet? Sagt Jabir radiallahu anhu, fa'ala ala al-Marwa di kama fa'ala ala al-Safa. So hat er in Marwa das gleiche gemacht, was er in Safa gemacht hat. Sich Richtung Kaaba, Richtung Qibla. Dann sagt Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, lahu al-mulku wal-hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa sam'a hazaba wahdah, macht Dua. Und dann nochmal das Gleiche und macht Dua. Und dann nochmal und dann wiederum. Was macht er? Hatta idha kana akhira tawafihi wa fi riwaya kana sa'a. Bis letzte Gang jetzt wieder zu Marwa. Siebte Gang, das heißt ein Gang zu Marwa ist eins. Von Marwa zu Safa ist zwei. Der siebte Gang endet wo? Endet dann bei Al-Marwa. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei Al-Marwa. Ya ayyuhan nas, law anni istaqbaltu min amri mastadbart, لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة. هذا بخوفيت محمد صلى الله عليه وسلم بين مروة أن يقوم نيز زعلت سود المنجين أو يا منجين أزهر ألا بتيم ألا مسافوشتن هذه صحابة هذه فراون من الصحابة دي جفرتن دي كيندا ألا لا فمن بخوفيت محمد صلى الله عليه وسلم dass die tun was er tut und sagen was er sagt und sie achten darauf wie er sich verhält, dann sagt der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم أو يا منجين. Er sagt zu denen, oh ihr Menschen, wenn ich das rückgängig machen könnte, was ich jetzt gemacht habe, das heißt, wenn ich das rückgängig machen könnte, was ich jetzt gemacht habe, dann hätte ich nicht diesen Kamele und diese Geschenktiere mitgebracht und hätte ich das jetzt umgewandelt zu Umrah. Warum zu Umrah? Weil jetzt ist die Umrah zu Ende. Was ist denn die Umrah? Umrah ist nicht anders, außer dass man diese Ihram macht, in den Niqat und danach Tawaf macht und die zwei Rakat betet und danach Sa'i macht und dann jetzt muss man nur die Haare abrasieren und das ist Umrah. Was hat der Prophet Muhammad gesagt? Dann hätte ich das als Umrah gemacht. So wie wir gesagt haben, letztes Mal, wie wir geredet haben, über Tamattu. Warum der Tamattu besser ist, warum Ibn Abbas radiyallahu anhuma die Menschen befohlen hat, das Tamattu. Warum? Weil hier sagt der Prophet Muhammad sallam, er sagt dann, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَوْ هَدِي فَلْيُحِلْ وَلْيَجْعَلَ عُمْرَةً. Der nicht mitgebracht hat, diese Hadi und diese Tiere und diese Opfertiere mitgenommen, mitgebracht hat aus Medina und egal woher gekommen ist, dann er soll das zu einem Umrah umwandeln. Er soll das zu einem Umrah umwandeln. Was soll er dann machen? Wie gesagt, die Haare abrasieren, dann wird das zu einem Umrah.
Und andere laut Text hat der Prophet Muhammad gesagt, ahillu min ihramikum. Ja? Und hat dem Prophet Muhammad zu denen gesagt, ihr sollt jetzt diese Ihram-Zustand zu Ende bringen. Waqassiru, das heißt, awahliqu, und schneidet eure Haare, kürzt eure Haare oder abrasiert ihr. Waqimu halala, und jetzt seid ihr ansässig in Mekka, in Halal-Zustand, nicht in Ihram. Ihram-Zustand ist schon vorbei. Hatta idha kana yawm at-tarwiyah, bis yawm at-tarwiyah kommt. Yawm at-tarwiyah ist der 8. Dhul-Hijjah. Ist der 8. Dhul-Hijjah, das nennt man Yawm at-tarwiyah, weil früher hat man da Wasser gesammelt und alles, damit man sich auf den Weg zu Mina macht. فَأَهِلُّ بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتَعَةً. Ah, und das ist der Tamattu. Das heißt, ihr seid jetzt Umrah, habt ihr Umrah jetzt gemacht, ihr sitzt da bis Yawm at-tarwiyah und wartet. Das heißt, wann war das? Wie gesagt, sind angekommen am 4. von Dhul-Hijjah, 4 Tage, morgens vom 4. Tag von Dhul-Hijjah, bis zum 8. sind noch 4 Tage, und 4 Tage sind die da halal, das Ihram zu Ende. Außer, wie gesagt, diejenigen, die den Hadi mitgenommen haben. Außer diejenigen, die den Hadi mitgenommen haben. Ibn Ju'ashum, Suraqa ibn Malik, war unter dem Berg, in Marwa, aber im Berg unten, der Prophet war auf dem Berg, und war unten. Waqala, ja Rasulallah, arayta umratana, wa filafd mut'atana hadhi, ali amina hadha, am lil abad. Suraqa ibn Malik sagte, ist das nur für diesem Jahr so, oder ist das nur für diesem Jahr so, dass wir das umwandeln, so ein Umrah? Oder ist das für immer? فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في أخرى. Dann hat der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم seine Finger von den beiden Händen hat er zueinander gebracht, zusammengefügt, und sagte, der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم, دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. Er sagte, wahrlich, die Umra ist in Hajj reingekommen bis zum jüngsten Tag. Also dieser Tamattu ist nicht nur für diesen Jahr, sondern es ist bis zum jüngsten Tag. Das hat, wie gesagt, viele Gelehrten sehen auch, viele Gelehrten sagen, dass die nur diese Tamattu sehen, dass man Umrah und Hajj macht. Die sind zusammen reingekommen, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sagte extra Jesu, Suraqa ibn Malik radiyallahu anhu, la balli abad. Dreimal hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hier dies wiederholt. Dies wiederholt dreimal. قال يا رسول الله تنزاكت نوخ فايدة سراقة سم خفيت محمد صلى الله عليه وسلم لازم الصحابة يزيف خاقة نقزنت الله صلى الله عليه وسلم بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن فيما العمل اليوم زاكت سراقة هاد أوغ أن فراقة هم سم خفيت محمد صلى الله عليه وسلم اكليرو انس اقزنت الله في دس وفيو في أشفن فوت زند وفيو تون في دان هويته أفيما جفت به الأقلام استاس في دس بس شون نيدك شريبن فوت نس und von den Stiften schon niedergeschrieben worden ist in unserem Buch, in der Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala, oder was für uns schon auf uns vorkommt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, alles wurde schon niedergeschrieben und alles hat Allah bestimmt. Dann hat Suraqa radiallahu anhu gesagt, O Gesandter Allahs, wa fima al-amal idan, dann was tun wir jetzt? Warum handeln wir? Warum wirken wir? Qal i'malu fa kullun muyassar lima khuliqa ila. Und das ist die beste Antwort immer. Diese Leute wirken Qadar, tut, handelt, wirkt, denn jeder wird das dahin geführt, wofür er erschaffen worden ist, für seine Bestimmung. Wir kennen die Bestimmung nicht und deshalb, wir sind nur aufgefordert worden, dass wir tun, dass wir handeln, dass wir kurzgefälligen Taten tun, uns vom Schlechten entfernen, und jeder wird dahin geführt, wofür er erschaffen worden ist. Jetzt Jabir radiallahu anhu sagte weiter, Qala Jabir radiallahu anhu, فأمرنا إذن هذا بخوفين حصل موسى بفولن دان هابن بيه أنس حلال كمخت und dass wir später ein Hadi dafür aufopfern, ein Nuhil und ein Nahdi. Das heißt, dass wir später ein Opfertier dafür opfern für Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir اجتمعوا النفر منا في الهدية كل سبعة منا في بدنة. Und die Leute können sich zusammensammeln in ein Opfertier. Sieben Leute in eine Kamel. Hier diese Ruhe, sieben Leute in eine Kamel. Oder, das heißt, weil die hatten so viele Kamele. Oder einen, eine Schaf und ähnlichem. فَمَلَّمْ يَكُنْ مَعَوْهَدْ Derjenige, der arm ist und hat nicht in der Lage ist, das zu kaufen oder das ein Hadi zu haben, ein Opfertier zu bekommen. فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ Der soll fasten, drei Tage in Hajj-Zeit. وَسَبْعَةَ
إذا رجع إلى أهله. Und sieben Tage, wenn er zurückkommt zu seinem Ort, zu seinem Aufenthaltsort, zu seiner Familie. Das, was Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Ayah aus Surat al-Baqarah erwähnt hat, das haben wir auch schon gehabt. قال فقلنا حل قال الحل كله قال حل ماذا؟ Das heißt, welche Halal ist das jetzt komplett frei von Ihram? Weil wir werden gleich sehen, dass manchmal gibt es eine Tahallul, aber kleine Tahallul. Kleine Tahallul ist alles wieder erlaubt, zu waschen, zu parfümieren, Haare zu schneiden, Fingernägel zu schneiden, außer eine Sache, und zwar, dass man diese Beischlaf mit dem eigenen Frau, beziehungsweise Frau mit dem Mann hat. Das man, nennt man Halal, Tahallul Asghar, so kleine Halal. Die haben ja gefragt, O Gesandter Allahs, was das für ein Halal? Ist das jetzt komplett, dass wir jetzt ohne Haram haben? Oder ist das diese kleine Tahallul, sagt der Prophet Muhammad, Ahillu kullu. Dann haben die Sahaba oder manche von den Sahaba war deren schwer. قال فكبر ذلك على بعضنا وضاقت بصدورنا. Und manche haben es so schwer, es ist ihnen schwer gefallen. Ihr wisst immer, manchmal, man will immer Gutes, man will anstreben, man will anstreben. Und Sahaba hat den so. Der Prophet Muhammad sagt, jetzt macht alle, zieht euch aus diese Gewände, wascht die Haare und parfümiert euch und wartet bis zu Yawm al-Tarwiyah, 4 Tage. Manche haben gesagt, wie, guck mal, die anderen bleiben so und mehr Anstrengung. So, die sehen immer der Mensch und das ist immer diese Emotionale, das, was wir immer haben. Ja, das ist schwierig gefallen für uns. Und die Sahaba erwähnen, was sie selber dann erfunden haben oder gefühlt haben. Aber das ist der Befehl vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال فخرجنا إلى البطحاء, das heißt إلى مكة. Ja, die sind rausgekommen in Mekka, in einem so Ort in Mekka. قال فجعل الرجل يقول عهدي بأهل اليوم. Dann jeder ist sozusagen gegangen und jeder hat sich geschämt, dass er mit seiner Frau geht oder, und dass er wieder halal ist, obwohl die anderen, die Hadi mitgenommen haben, die Reittiere mitgebracht haben, nicht so geblieben sind, so wie die sind mit den Tüchern und im Haram-Zustand. Und das war für diese sozusagen schwer zu beide Seiten oder dass man das sieht. قال فتذكرنا بيننا فقلنا خرجنا حجاجا لا نريد الحج. Dann haben die aber gesagt, jetzt haben sie sich gesammelt, diese Leute, die sich schlecht gefühlt haben jetzt mit diesem Befehl vom Propheten Muhammad SAW und dass sie jetzt, sie sollten Halal-Zustand werden und so. فقلنا, wir sind rausgekommen eigentlich nur zum Hajj. Wir sind rausgekommen aus Medina, in der Hulaifa, wir haben eigentlich nur Hajj beabsichtigt. ولا ننوي غيره, nur das haben wir beabsichtigt. حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا أربعة. Das heißt, jetzt zwischen uns und Arafah nur noch diese 4 Tage oder 5 Tage. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auch Khamsa, dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu uns, wir sollen zu unseren Frauen gehen und ganz normal werden. Es wurde auch gesagt, dass wir so beischlafen unsere Frauen dann machen. قال يقول جابر بيده كان ينظر إليه إلى قوله بيده يحركها قال كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج. Wie sollen wir das so eine Tamattu machen? Wie sollen wir jetzt so eine Umrah machen? Obwohl wir haben schon dort gesagt in der Absicht, dass wir absichtigen ein Hajj. قال فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Guck mal jetzt, diese erste Erwähnung und dieses Treffen und diese Anliegen ist zum Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم gekommen. Ist zum Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم gekommen. Jabir radiallahu anhu sagt, guck mal die Überlieferung. Er sagte, فمن أدري أشيء بلغه من السماء أم شيء بلغه من قبل الناس. Wir wissen aber nicht, ist diese Nachricht gekommen zu ihm von Allah, vom Himmel, oder ist die Nachricht gekommen von ein paar Menschen, die ihm das weitergeleitet haben. Das wissen die nicht. فقام فخطب. Wie der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم seine immer Gewohnheit, ist der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم aufgestanden. فخطب الناس, hat gepredigt. فحمد الله وأثنى عليه. Er sagt immer, Imam Bagh, Alhamdulillah. Und Lob heißt Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagte der Gesandte Allah so in einem so harten, sicheren Ton. Abillahi tu'allimuni ayyuhannas. Wollt ihr mir etwa beibringen, das was Allah will? Ihr wollt ihr mir beibringen, das was besser ist, was Allah will? Qad alimtum. Ihr wisst, anni atqakum lillah, dass ich der Kurzfürchtige bin unter euch zu Allah. وأصدقكم وأبركم und der wahrhaftigste und der frommste. افعلوا ما أمركم به. Tut, was ich euch befehle. Das ist ein entscheidendes Wort. Eigentlich ein Schlüsselwort für unsere Lieben. Nicht für Hajj. Für unsere Lieben.
Man tut, was der Prophet Muhammad sallam gesagt hat, was er befohlen hat. Nicht, was passt zu unseren Gelüsten, zu unseren Emotionen, zu der Zeit, zu was die Leute immer sagen. Tut, was ich euch befohlen habe. Und warum ist auch manche Sahaba schwerer gefallen? Weil die gesehen haben, der Prophet Muhammad sallam hat es nicht getan. Weil wenn der Prophet Muhammad sallam es noch getan hat und nicht nur gesagt hat, das haben viele auch von Usuliyun, das heißt von denjenigen, die mit Usul Fiqh sagen, die Aussagen des Propheten Muhammad sind zwar stark, aber sein Tun ist noch stärker. Sein Tun selbst ist noch stärker. Das heißt, die haben gesehen, dass der Prophet Muhammad nicht gemacht hat, dass es deren Schwere gefallen. Er sagte zu denen, Laula Hadi, la halaltuka ma tahallun. Wenn ich nicht diesen Hadi mitgebracht hätte. Hätte ich bloß diesen Hadi nicht mitgebracht, dann hätte ich auch mich zu halal gemacht, das heißt Umrah gemacht, genauso wie ihr jetzt. ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat es bestimmt, dass ich nicht zu halal Zustand komme, bis dieser Hadi, den ich mitgebracht habe, bis er seinen Ort erreicht. Und diesem Ort ist ein zeitlicher Ort, dass er geopfert wird an Tag von Nahr, an Tag von Nahr, der Tag, was wir uns als Opferfest wir kennen. Eidu al-Adha, als Tag von Nahr für die Hajj. Und hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nochmal gesagt, wenn ich nur vorher das gewusst hätte, wenn ich das rückgängig machen könnte. Und hier viele sagen, wird auch gelehrt, dass der Prophet Muhammad nicht die Verborgenheit kann. Er sagt selber, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich das nicht mitgenommen. Dann hätte ich den Hadith nicht mitgenommen. Fa'ahillu. Jetzt hat wieder Befehl dem Prophet Muhammad den gegeben. Und er hat ihm gesagt, warum er selber das nicht getan hat. Ah, jetzt ist es das was. Es ist Aussage und eigentlich Tun vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beziehungsweise er hat denen erwähnt, warum er das nicht getan hat. Er hat denen erwähnt, warum er es nicht getan hat. Dann haben die Sahaba radiallahu anhu an dem Moment sich beruhigt und deren Herzen sind sozusagen jetzt haben sich geöffnet, Futihat las oder sich geöffnet, das heißt, sie haben es akzeptiert und angenommen und sie haben sich parfümiert und die haben sich gut begleitet von deren Kleidung und sie sind auch mit deren Frauen gegangen. Dann sind alles halal, fahallana su kullu, alle sind so halal, außer die, wie wir Prophet Muhammad sallam gewesen sind. Illa al-Nabiyya wa man kana ma'a. Wie der Prophet Muhammad sallam hat drei Tiere schon mitgebracht aus Medina. Und sagt Jabir radiallahu anhu, und diejenigen, die so waren wie Prophet Muhammad, waren nicht viel. Er erwähnte davon, das heißt Jabir erwähnte davon, Talha radiallahu anhu, Talha ibn Ubaidillah radiallahu anhu, war unter denjenigen, die wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Hadi mitgebracht hat. Der Prophet Ali radiallahu anhu ist gekommen dann mit den Kamele und alles, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mitgenommen hat. Das heißt, derjenige, der Aufsicht gehalten hat auf diese Kamele und auf das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebracht hat, ist der Hadi, alladhi saqahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, war Ali radiallahu anhu. Und er war die ganze Zeit beschäftigt damit. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, die Truppe gehen mit Menschen und er ist mit 100 Kamele, nicht wenig, beschäftigt. Das heißt, er war hinter denen, hinter den Sahaba und hinter denen. Als er kam, er hat gesehen, wie Fatima, seine Frau, die Tochter vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die dabei war, wie sie sich richtig bekleidet hat und wie sie auch diese schwarze Kohle, diese Kuchel in ihre Augen gemacht hat. Dann hat Ali radiallahu anhu das verabscheut und sagte, was hast du denn gemacht? Wer hat dir das befohlen? Dann sagte sie zu ihm, Fatima radiallahu anhu, mein Vater hat mir dies befohlen. Das heißt, wer? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, Ali radiallahu anhu sagt hier Jabir ibn Abdullah, dass Ali radiallahu anhu wusste an dem Moment noch nicht, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam befohlen hat, weil er diese ganzen Kamele sich gekümmert hat um die Kamele vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den er mitgebracht hat. Und er war derjenige, der Aufsicht gehalten hat über die. Dann hat der Prophet Muhammad, dann hat er später dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, O Gesandter Allahs, ich bin so und so gekommen und ich habe gefunden, dass Fatima radiallahu anha, meine Frau, das und das und das gemacht hat. Hast du sie etwa das befohlen? Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam so ihm gesagt, Sadaqat, sadaqat, ana amartuha.
Die hat die Wahrheit gesprochen, die hat die Wahrheit gesprochen. Ich habe sie es befohlen. Dann hat der Prophet Muhammad zu Ali radiallahu anhu gesagt, und als du auch dann was, welche Absicht gehabt hast, hast du gehabt, an dem Moment, wo du zu Hajj gekommen bist? Er sagte, ich habe gesagt, labbaik Allahumma Hajj, er wollte nur Hajj. Dann sagte der Prophet Muhammad zu Ali, und diese hätte den Weg gebracht haben, hast du mit die Absicht gemacht, dass auch, dass du mit beteiligt bist? Er sagte, ja. Dann sagte der Prophet Muhammad zu Ali, dann du musst haram bleiben, genauso wie ich. Das heißt, Ali radiallahu anhu, da auch unter denen, wie Talha und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, erzählt, dass heißt, diese eigentlich Kamele, wie gesagt, gehörten noch zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und auch Ali radiallahu anhu, aber unter denen, die diese Hadi und mitgebracht haben. Das heißt, er erzählte, wie diejenigen, die mitgebracht haben. Es gab auch ein paar Leute, die auch gekommen sind aus Seite von Jemen und die auch das Gleiche hatten und die haben gesehen, dass die Menschen auch halal geworden sind. Die wollten es erstmal tun, aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihnen gesagt, jeder, der den Hadi mitgebracht hat, jeder, der der Saqal hat, jeder, der diese Kamele und alles mitgeschleppt hat aus seinem Ort, er muss haram bleiben, er muss in dem Zustand von Ihram bleiben und kein Halal. Bis dann, Yawm al-Tarwiyah. Falamma kana Yawm al-Tarwiyah. Bis der Tag von Tarwiyah. Bis der Tag von Tarwiyah. Das ist der achte Tag von Dhul-Hijjah, wenn man jetzt so sieht in unseren Rechnungen. Tawajjahu ila Mina. Kurz vor Dhuhr, Qubayl al-Dhuhr, haben sich dann Richtung Mina gerichtet. Dann sind die, dann diese ganze Truppe, diejenigen, die in Haram-Zustand geblieben sind, wie Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Talha und Ali radiallahu anhu und andere, die aus Jemen gekommen sind, und alle, die Halal-Zustand jetzt haben sich gezogen und wieder in Haram-Zustand für die Hajj, und alle sind nach Medina Ahlu bil Hajj min al-Batha. Das heißt, diejenigen, aber die, wie gesagt, sich Tamattu gemacht haben in Halal-Zustand, sie sind jetzt in Haram-Zustand von wo? Von Batha, von diesem, so ein Ort, wie wir gesagt haben, bei Masjid al-Haram, daneben, in einem Ort, heißt Batha, so ein freier Ort. Dort haben die dann Labbaik Allahumma Hajj und haben die angefangen wieder mit Talbiyah. Dann haben die angefangen auch mit Tahlil und Takbir und Tahmid und ähnlichem. قال فما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم in Mina kam und ist zu seiner Frau Aisha رضي الله عنها reingekommen, dann war sie am Weinen. Warum weint Aisha radiallahu anha? Qala ma sha'nuki, was ist los, Aisha? Was ist los? Die sagte, o Gesandter Allahs, wahrlich, die Menstruation, die Tage sind zu ihr gekommen. Die Tage sind zu ihr gekommen. Und sie sagte, ich habe noch nicht geschafft, Tawaf um Haus Allah subhanahu wa ta'ala zu machen. Das heißt, sie hat ja verpasst, dass sie dann diese Tawaf zu machen, für einen bestimmten Grund. Hat sie es nicht geschafft, vielleicht mit einem anderen Tawaf zu machen. Sagt er, und die Menschen gehen jetzt zu Hajj und die fangen an und mich hat getroffen, was trifft die Töchter von Adam. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihr gesagt, wahrlich, dich hat getroffen, was eigentlich Allah bestimmt hat für die Töchter der Sohn Adams. So, wasche dich und mach Ahlal mit Hajj, mach Tahlil und Ahlal mit Hajj und Hujji und mach dein Hajj. Wasna'i ma yasna' al-Hajj und tu das, was der Hajj tut. Und deshalb eine von den stärksten Beweisen hier, was die Leute nehmen, dass die Frau, auch wenn ihre Tage hat, die tut alles, was der Hajj tut, das heißt, die tut alles. Erwähnt Allah, Koran, alles, was der Hajj tut. Außer, khayra an la tatufi bil bayt wa la tusalli. Außer dass du nicht was, dass du nicht Tawaf machst, umherum von der Kaaba. Und du betest nicht. Eigentlich war der stärkste Beweise hier. Weil hätte Prophet Muhammad mir gesagt, dann sollst du nicht Koran lesen. Dann sollst du dies nicht machen. Er hat ihm gesagt zwei Sachen. Mach kein Tawaf und mach kein Salat. Weil einer sagt, das nur betrifft die Sachen von Hajj. Warum dann sagt er, mach kein Gebet? Weil Gebet in Sicht hat mit Hajj nicht direkt zu tun. Man soll immer beten, in Hajj, in Mekka, nicht in Mekka, in Mina, in Muzdalifa, man muss immer beten. Aber er hat ihr gesagt, mach kein Tawaf und mach kein Gebet. Dann hat sie gesagt,
verfa'altu dhalik wa suridtu bi. Dann sie fröhlich zumindest ein bisschen geworden. Dann hat es sozusagen ihr Herz ein bisschen Freude gebracht, dass sie alles tun kann und dass sie Manasik machen kann. Außer was? Außer Tawaf. Die werden inshallah ta'ala am Ende, wenn sie wieder halal ist, sie wird das wieder machen, sie wird das später machen dann, und sie wird rauskommen mit ihrem Bruder Abdurrahman zu dieser, was heutzutage nennt man Masjid Aisha oder Masjid Tanaim, wo Aisha radiallahu anha wieder so ein halal Ort rausgekommen ist, damit sie nur Tawaf macht, den sie nicht geschafft hat am Anfang. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بها أي بمنى. Dann der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم ist angekommen in Mina, mit den Sahaben sind die dorthin angekommen und sie haben dort gebetet Dhuhr und Asr und Maghrib und Isha von diesem Tag von Tarwi, achten Tag, und Al-Fajr von den neunten Tag, was man nennt Tag Arafah, Tag von Arafah. Alle gekürzt, aber nicht zusammen. Das heißt Dhuhr in seiner Zeit, Asr in seiner Zeit, Maghrib in seiner Zeit, Isha in seiner Zeit. Die Gebete, die vier sind, hat der Prophet Muhammad dort gekürzt und hat auch befohlen, auch die Leute aus Mekka dort zu kürzen. Mekka, Mina, das ist eigentlich kein, aber es sind 12 Kilometer. Hat er auch die gekürzt. Sie haben alle gekürzt dort. Mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma makatha khalilan hatta tala'at ash-shams. Dann ist der Prophet Muhammad dort geblieben, in Mina. Hat Fajr gebetet, ist geblieben, bis die Sonne aufgegangen ist, also bis Duha-Zeit. Was nach dem Duha-Zeit ist, inshallah ta'ala, ich denke, das reicht ja für heute. Wir sind ja, dann bleiben wir dort mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Duha-Zeit von Mina, denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam macht sich jetzt auf den Weg, auf den Weg nach Arafah, auf den Weg nach Arafah. Dann merken wir diesen, inshallah ta'ala, hier, Punkt, wo wir stehen geblieben sind, damit wir das nächste Mal inshallah ta'ala dort anfangen und von dort an dann weiterführen diese Pilgerfahrt und Hajj vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mit uns kommen noch die wichtigsten Tage von Hajj, Tag von Arafah und Tag von Nahr, das heißt Tag von 10. Tag, das heißt der Tag von 10. Dhul-Hijjah, der Tag von Opferfest für diejenigen, die in Hajj sind. Und sieben Hajj sind Tag von Nahr, das ist ein Tag Hajj al-Akbar, das sind die vielen Taten von Hajj, werden an diesem Tag geführt. Und danach, inshallah ta'ala, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dann gehandelt hat. Und diese Abschieds, auch Predigt vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in Arafah, das wird alles inshallah ta'ala mit uns noch kommen in dieser Überlieferung, damit wir die inshallah ta'ala als letztes behandeln für die Auslegung für diese Fiqh von Hajj, den wir inshallah ta'ala angefangen haben. Barakallahu fikum, jazakum Allah khairan. Inshallah ta'ala dann bis zum nächsten Mal, das wird dann über nächste Woche sein. Nächste Woche wieder mit dem Bruder Ustad Wissam. Jazakallahu khairan wa hafidhahullah. Inshallah ta'ala nach Qidda Unterricht mit den 200 Fragen und Antworten. Und inshallah ta'ala danach machen wir dann zusammen weiter mit diesen Überlieferung von Jabir über die Hajj, über die Pilgerfahrt vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.